Sie sind neu in Deutschland und wissen nicht, was BBS heißt? Dann sind Sie hier richtig. Denn dieses Video soll Ihnen helfen, das System der berufsbildenden Schulen in Niedersachsen ganz grob zu verstehen. Die Kurzform BBS steht für berufsbildende Schulen. Sie haben richtig gehört, es sind viele Schulen und sie sind alle sehr ähnlich, aber auch unterschiedlich und leider auch etwas kompliziert. Wir werden hier also stark vereinfachen. In Niedersachsen müssen alle Kinder mindestens 12 Jahre zur Schule gehen. Ab der 9. Klasse können sie auf eine berufsbildende Schule wechseln. Dort können sie einen Beruf erlernen, aber auch alle Schulabschlüsse machen. Wichtig, man kann auch auf die BBS wechseln, wenn man 9 Jahre zur allgemeinbildenden Schule gegangen ist und dort noch keinen Abschluss erlangt hat. Die BBS, also die berufsbildenden Schulen, sind Schulen, die besonders auf und für den Beruf vorbereiten. Die Berufsausbildung ist in Deutschland besonders gut, denn die Betriebe und die Berufsschule arbeiten zusammen, um junge Leute gut auszubilden. Die Schülerinnen und Schüler lernen darum sowohl im Betrieb als auch an der Schule. Das nennt man duale Ausbildung, weil man an zwei Orten lernt. Am Ende einer solchen dualen Ausbildung hat man gute Chancen, von dem Betrieb übernommen zu werden, in dem man gearbeitet hat, hat dann also vielleicht gleich einen Arbeitsplatz. Die Schule, die man während der dualen Ausbildung besucht, heißt Berufsschule. Die Dauer der Ausbildung hängt davon ab, wie anspruchsvoll der Beruf ist, den man ausüben möchte. In der Regel dauert die Ausbildung 2 bis 3,5 Jahre. Einige Berufe kann man aber nur in einer berufsqualifizierenden Berufsfachschule lernen, wie zum Beispiel den Beruf sozialpädagogische Assistentin oder Assistent oder Erzieher, Erzieherin. Die Frage, welchen Beruf man wo genau lernen kann, beantwortet am besten die BBS in ihrer Nähe oder das Jobcenter. Wenn man keinen Schulabschluss hat und oder noch nicht genug Deutsch spricht, gibt es vor der Berufsschule noch einen Einstieg, die Berufseinstiegsschule. Dort kann man zum einen den Hauptschulabschluss erwerben, zum anderen gibt es hier spezielle Klassen für Sprache und Integration. Diese dauern 1 oder 2 Jahre und finden überwiegend in der Schule statt, aber mit vielen Praxisanteilen, auch in einem Betrieb. Eine attraktive Alternative zu rein schulischem Angebot kann der Besuch einer Klasse in Teilzeit sein, weil man schon einmal jede Woche 3 Tage in die Berufswelt schnuppern kann. Auch hier gilt, fragen Sie konkret nach Beratung bei einer BBS. Weitere Schulen an der BBS sind die Berufsfachschulen, die es für verschiedene Fachrichtungen gibt. Hier lernt man überwiegend in der Schule und macht mindestens 160 Stunden eine praktische Ausbildung in einem Betrieb. Nehmen wir zum Beispiel an, man möchte grundlegend etwas im Bereich Wirtschaft und Handel machen. In dem Fall kann man zunächst in der Berufsfachschule 1 bis 2 Jahre fachliche Kompetenz erwerben, die für diesen Bereich wichtig sind. Im Anschluss daran kann man sich auf einen Beruf, zum Beispiel in diesem Bereich, festlegen, diesen in einem Betrieb erlernen und so zum Beispiel Einzelhandelskaufmann oder Einzelhandelskauffrau werden. Die Berufsfachschulen sind also meist in Fachrichtungen eingeteilt. Auch hier hilft Ihnen die entsprechende Beratung an einer BBS, um das Passende zu finden. Abschließend eine ganz wichtige Information, die nur wenige kennen. An der BBS kann man bei entsprechender Leistung alle Schulabschlüsse erwerben, die es in Deutschland gibt, vom Hauptschulabschluss bis zum allgemeinen vollwertigen Abitur. Die Schulen, die Teil der BBS sind und zu einem höheren Abschluss führen, kann man ab Klasse 11 besuchen. Wir werden sie in diesem Video nicht weiter erklären, um sie nicht zu verwirren. Für weitere Informationen schauen Sie gern auf der Seite nach, die wir unten verlinkt haben. Fest steht, das Lernangebot an einer BBS steckt voller Möglichkeiten. Man kann dort eine Berufsausbildung machen und dabei entweder sehr praxisbezogen oder aber zunächst eher schulgebunden lernen. Der Schwerpunkt von Angeboten an einer BBS ist immer der konkrete Bezug zum Beruf. Dieses Video wurde von der Causa Landesstelle Niedersachsen, dem Migranetz, dem Netzwerk niedersächsischer Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte sowie dem Migranten-Eltern-Netzwerk Niedersachsen erstellt. Links zu weiteren Erklärvideos und Informationen über die einzelnen Schulformen sowie unsere Kontaktdaten finden Sie auf den unten verlinkten Webseiten. Alle Angaben sind ohne Gewähr und ersetzen nicht das persönliche Beratungsgespräch. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg für Ihre weitere Schulkarriere und Ihre berufliche Zukunft.